Hallo, ich grüße euch. So, ich werde heute mal zeigen, wie ihr einen Eistee relativ einfach selber machen könnt. So, da schalten wir mal um. Was wir dafür brauchen ist also, ich nehme hier einen Darjeeling-Tee, einen ganz einfachen Darjeeling-Tee, dann etwas Himbeersirup, dann einen Schuss Zitronensaft und natürlich Zucker. Ja. So, dann haben wir den Darjeeling-Tee jetzt hier in diesem Aufgusssystem und eine feuerfeste Kanne, damit wir dann den Tee aufbrühen. Und hier haben wir eine Kanne mit Eiswürfeln. Ja, und hier unten ist schon der Sirup mit dem Zucker angemischt. Da gießen wir dann gleich unser kochendes Wasser drauf. Das ist auch eine Pyrex-Kanne, die feuerfest ist. Das kann man mit normalem Glas natürlich nicht machen, weil dann springt das. Und dann habt ihr eine Riesensauerei. So, ich stelle das trotzdem ins Becken, falls das doch platzen sollte, weil das ist eine enorme Belastung für das Glas. Erstmal die Kälte und dann das kochende Wasser. Sodass also, da, naja, wenn es platzen sollte, gibt es keine Verletzungen und keine Sauerei. So, ja, das Eis habe ich gemacht. Ich habe eine Eismaschine, eine Eiswürfelmaschine, ja, die macht Eiswürfel. Ja, so wie Harrison Ford in Mosquito Coast, falls ihr das noch nicht gesehen habt. So, jetzt habt ihr hier nochmal das heiße Wasser und jetzt machen wir erstmal einfach unseren Tee. Gießen einfach normal mit kochendem Wasser Tee auf. Noch, jetzt fällt er da rein. Das ist schade, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Oh, das ist natürlich keine Teekanne und deswegen hält das nicht. So, also Mosquito Coast von Harrison Ford. Da baut er im brasilianischen Dschungel eine riesengroße Eiswürfelmaschine. Naja, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Das ist ein toller Film und am Ende fliegt ihm dann die Eiswürfelmaschine um die Ohren. So, jetzt machen wir einfach erstmal den Tee. Haben wir etwa 1 Liter Wasser, kochendes Wasser eingeschüttet und dann lassen wir ihn etwas ziehen, das aber nicht allzu lange. Wichtig ist, dass wir den heißen Tee gleich direkt aufschütten auf die Eiswürfel, weil nur dann können wir diese Bitterstoffe, dass wir die nicht bekommen, wenn das direkt abgekühlt ist. So, ja. Ich lasse das also nicht so lange brühen, weil dann wird der Tee immer doch sehr, sehr bitter. Nur so ungefähr 2 Minuten. Und das reicht dann auch völlig aus. Ja. So, die Eiswürfelmaschine macht gerade wieder neue Eiswürfel. Naja, der Traum von jedem Mann. Wir machen unsere Eiswürfel selber. Natürlich könnt ihr auch aus dem Supermarkt Eiswürfel nehmen. Natürlich kann man das auch alles mit frischen Zutaten machen. Aber ich will ja einfach mal zeigen, wie einfach es eigentlich ist. Und ich habe das auch schon probiert. Das schmeckt sehr, sehr gut. Viel besser als ein Eistee aus dem Supermarkt. Weil es auch besserer Tee ist, weil er besser aufgebrüht ist. Und naja, weil wir ihn eben auch direkt auf das Eis schütten. So. Und damit soll es auch gut sein. Der hat auch jetzt eigentlich schon die richtige Farbe. So. Und jetzt schütten wir den direkt auf die Eiswürfel. So. Und dann nehmen wir diese Kanne heraus und decken die ab
mit etwas Frischhaltefolie. Und dann werden wir die nochmal in den Kühlschrank stellen. Und ja, und nach 5-6 Stunden sind die dann, ist der Eissee dann soweit. Wir können dann später nochmal umrühren, damit der Sirup sich da unten löst. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das ist unser Eistee. Naja, mit selbstgemachten Eiswürfeln. Also ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.